Hey Leute und herzlich willkommen bei Hardware Deals. Ich habe mal wieder einen Gaming-PC bestellt und zwar einen von Medion Eraser. Die Marke, die kennt ihr mit Sicherheit alle, über die haben wir hier auf dem Channel schon öfters mal gelästert. Und die haben einen neuen Gaming-PC rausgebracht. Den gibt es wieder bei Aldi zu kaufen, auch im Online-Shop. Da habe ich das Teil hier auch bestellt, weil ich wollte mal rausfinden, was das Teil so auf dem Kasten hat, ob die Teile immer noch überhitzen und ob man sich bei Medion vielleicht auch unsere und die Kritik von vielen anderen Testern zu Herzen genommen hat. All das wollen wir hier im Video herausfinden. Dieses Video wird unterstützt durch Dubaro. Dubaro ist unser langjähriger Partner im Bereich Fertig-PCs. Da gibt's gut durchdacht konfigurierte Systeme zu fairen Preisen. Darum findet ihr hier auch unsere Hardware-Deals-Editionen in allen Preisklassen als Fertig-PCs und damit ist Dubaro die beste Wahl, was Preis-Leistung angeht. Dubaro ist eine junge und sehr moderne Firma mit vernünftiger Endkontrolle und super Support. Wir waren selbst schon vor Ort und haben uns die Produktion in Ostfriesland angeschaut. Das Video findet ihr hier auf dem Kanal. Aktuell sucht das Dubaro-Team übrigens Verstärkung in allen Bereichen, PC-Monteure, Programmierer, Einkäufer und so weiter. Alle offenen Stellen findet ihr auf der Homepage, vielleicht macht ja auch bald einer von euch sein Hobby zum Beruf. Den Link zu Dubaro und auch zu den Stellenangeboten findet ihr unten in der Videobeschreibung. Aufmerksam auf den PC bin ich geworden, einfach nur beim Surfen im Internet. Da wurde mir nämlich Werbung angezeigt und da bin ich auf dieses Angebot hier im Medion Store beziehungsweise, ihr seht, im Aldi Online Shop gestoßen. Das hier ist, ja, das denk mal, neueste Modell von Medion Eraser, der High-End Gaming PC Engineer X30 und der sah auch auf den ersten Blick relativ vielversprechend aus. Ihr seht schon, man hat hier das In-Win-Gehäuse, was wir auch bei den anderen Medion PCs hatten, aber dieses Mal sogar mit einer Mesh-Front und das ist ja schon mal eine große Verbesserung auf den ersten Blick, weil das war ja auch immer unser allergrößter Kritikpunkt bei den Medion-PCs, dass die in diesem In-Win-Gehäuse, ich glaube 301 heißt das oder 301C, dass die da drin gekommen sind und da waren einfach vorne zwei Lüfter eingebaut, aber vorne waren gar keine Öffnungen. Das heißt, die haben einfach nur Luft gezogen von ja, einer festen Front. Hat gar keinen Sinn gemacht. Die hat man jetzt wohl entfernt und hier eine Mesh-Front eingebaut. Zumindest mal das Gehäuse irgendwie modifiziert und darum auf den ersten Blick fand ich das schon mal gar nicht schlecht. Und ich denke mir auch, wenn wir hier Firmen auf dem Channel kritisieren, dann sollten wir denen natürlich auch eine zweite Chance geben, eine Möglichkeit geben, die Sachen zu verbessern. Und dann schauen wir uns die Sachen vielleicht nochmal an. Genau das werden wir heute machen. Und auf den ersten Blick hat man sich da zumindest schon mal unsere Kritik zu Herzen genommen, denn das Gehäuse ist tatsächlich angepasst worden. Wir gehen mal weiter runter, dann schauen wir uns noch die Specs an. Ihr seht hier für spannende Gaming-Sessions hier der High-End Gaming-PC X30 mit i7-Prozessor und einer RTX 4070. Hier i7 13700 ohne K. Der kann, glaube ich, bis zu 219 Watt im PL2 ziehen. Dann haben wir eine RTX 4070. Custom-Modell werden wir später noch sehen, was es für eins ist. Gigabyte Aorus Elite Mainboard, eine 1TB SN850X, also auch wirklich hochwertige Komponenten da drin. Kingston Fury RGB Arbeitsspeicher mit 6000 MHz, also sogar über Herstellerspezifikation von Intel. Und dann haben wir hier das klassische In-Win-Gehäuse, aber ihr seht's mit optimiertem Kühlsystem. Und zu dem optimierten Kühlsystem gehört wohl auch diese Cooler Master Master Liquid ML120L Wasserkühlung. Was sehr interessant ist, das sieht man nämlich auch oben auf dem Bild. Hier ist mal wieder von Medion einfach nur eine 120 mm AIO-Wasserkühlung eingebaut worden. Und das bei einem i7 13700, da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein. Denn das Interessante ist, diese CPU darf sich bis zu 219 Watt ziehen für 28 Sekunden. Und die Wasserkühlung ist nur auf 180 Watt spezifiziert und das maximal, das heißt bei höchster Drehzahl und so weiter. Da dürfen wir auf jeden Fall gespannt sein, was die Temperaturen angeht. Aber vielleicht wirkt das Mesh-Gehäuse ja Wunder. Werden wir auf jeden Fall herausfinden. So viel mal dazu. Ich hätte gesagt, jetzt packen wir das Teil mal aus. So, hier drin haben wir einmal eine große Kartonbox und da haben wir einmal eine Slotblende, geil, zwei SATA-Kabel, unser Stromkabel, eine WLAN-Antenne und dann nur noch Handbücher. Das heißt, den ganzen Bums können wir hier mal wegpacken und dann kommen wir auch zum spannenden Teil und zwar dem PC selber. So, und man sieht auf den ersten Blick getönte Scheibe, dass man da auch ja nicht reinschauen kann. Deswegen werde ich die erstmal abnehmen. Und dann schauen wir mal, was hier drin verbaut worden ist. Wir haben auf jeden Fall auf den ersten Blick keine Transportsicherung da drin. Das ist schon interessant. Dafür aber diese GPU-Halterung. Okay, die wirkt auch ziemlich massiv. Ansonsten hier auch auf den ersten Blick, wie vorher in der Beschreibung, relativ hochwertige Komponenten. Wir haben hier Kingston-Arbeitsspeicher. Darunter ist ja unsere SN580. Gigabyte Aorus Elite Mainboard. Das sieht alles gar nicht schlecht aus. Was mich jetzt natürlich interessiert, ist das gesamte Airflow-Konzept. Also wir haben hier vorne zweimal diese In-Win-Saturn-Lüfter. Und
die sind dann auch tatsächlich hier hinter dieser Mesh-Front dahinter. Das heißt, man hat das Gehäuse einfach nur umgebaut und hat halt hier vorne Mesh hingemacht statt Plastik. War gar nicht so eine große Änderung. Und ich bin mir sicher, dass das wirklich einen großen Unterschied macht. Zumindest auch, was die Temperaturen hier von der GPU angeht. Ansonsten sehen wir schon, unsere AIO-Wasserkühlung ist jetzt nicht optimal eingebaut. Die Schläuche haben wir oben. Das heißt, das System könnte nachher unangenehme Geräusche von sich geben. Hier ist natürlich die Sache, ich kann mir vorstellen, dass man das gar nicht andersrum einbauen kann. Weil hier oben ist der Radiator immer ein bisschen höher. Das heißt, wenn man das nach unten machen würde, kann das sein, dass das hier mit der Grafikkarte in Konflikt kommt. Und wenn es nicht anders geht, dann muss man es halt so einbauen. Die Frage ist, warum ist da eine 120 mm IO-Wasserkühlung drin bei einem i7? Weil hier vorne hätte man ja auch theoretisch eine 240 mm IO-Wasserkühlung einbauen können. Was beim zweiten Blick auch sehr interessant ist, wenn man hier nochmal die IO-Wasserkühlung anschaut, hier ist gar nicht der Lüfter von Cooler Master drauf, sondern hier wurde auch so ein In-Win-Lüfter drauf montiert. Das sind ja eigentlich Airflow-Lüfter. Und auf dem Radiator will man ja eigentlich keine Airflow-Lüfter, sondern man will eigentlich einen Lüfter mit relativ hohem statischen Druck. Also ob das an der Stelle eine Optimierung war, ich weiß ja nicht. Zumindest hat man dadurch natürlich eine RGB-Beleuchtung. Was natürlich auch interessant ist, ist noch das Custom-Modell, was wir hier haben von der 4070. Das ist hier eine von Zotac. Hat, so wie es aussieht, nur zwei Lüfter. Jetzt also nicht das größte Modell. Und Tobi, schau mal, die GPU-Stütze, die ist da quasi im Lüfter drin. Also das sieht ziemlich gefährlich aus. Da kann ich mir vorstellen, wenn der Lüfter anfängt zu drehen, dass der da vielleicht sogar drankommt. Okay, also das scheint zu funktionieren, aber auf jeden Fall eine ganz knappe Kiste. Was wir jetzt noch nicht geklärt haben, ist, was hier für ein Netzteil verbaut ist. Und beim Netzteil, das kommt mir bekannt vor, ich glaube, das hatten wir auch bei dem anderen Medion-PC, den wir vor etwa einem Jahr getestet haben, hatten wir das gleiche Netzteil drin. InWin B65E Bronze-Netzteil. Dasselbe hatten wir auch damals drin und haben wir nicht wirklich was zu gefunden. Keine Testberichte, rein gar nichts. Da hat sich nichts geändert. Ich glaube auch nicht, dass man das Netzteil inzwischen kaufen kann. Schauen wir gleich mal. Wir wollen den ganzen PC ja gleich mal nachkalkulieren bei Geizhals, um zu schauen, was er im Selbstbau kosten würde und was Medion da dran für eine Marge hat. Aber ja, kann ich jetzt zu dem Netzteil nicht viel sagen. Wird wahrscheinlich irgendwie vergleichbar mit einem System Power oder sowas sein. Bronze zertifiziert halt. Also wir haben den ganzen PC jetzt mal bei Geizhals nachgestellt und dann sieht es so aus. Wir haben hier unsere SN850X drin, den i7 13700, 32 GB Fury Beast RGB. Das Custom-Modell sieht aus, als ob die RTX 4070 Twin Edge OC ist. Zumindest die einzige mit zwei Lüftern, die ich gefunden habe. Dann hier B760M Aorus Elite AX. Und bei den anderen Komponenten mussten wir ein bisschen tricksen, weil die Saturn-Lüfter, die gibt es nicht mehr zu kaufen. Ich habe die jetzt einfach mal mit Arctic P12 ersetzt. Das Gehäuse ist natürlich von Medion angepasst worden. Ich glaube jetzt nicht, dass es dadurch wirklich teurer geworden ist, wenn man Plastik hier vorne durch Mesh ersetzt. Darum würde ich auch da einfach den Preis nehmen, den es bei Geizhals kostet. Da muss man natürlich sagen, dieses Gehäuse ist super schlecht verfügbar. Ich glaube nicht, dass dieses Gehäuse 120 Euro für Medion kostet. Das wird deutlich, deutlich günstiger sein. Die Wasserkühlung ist diese Cooler Master Master Liquid ML120L. Die haben wir auch gefunden. Und das Netzteil habe ich einfach mal durch ein System Power 10 650 Watt ersetzt. Auch ein Bronze-Netzteil. Keine Ahnung, was das InWin-Netzteil mal gekostet hat. Haben wir zumindest gar nichts gefunden. Und da kommen wir hier unten auf einen Gesamtpreis von 1721 Euro. Der PC kostet ja bei Medion im Shop 1945 Euro. Das heißt, wir haben hier so um die 230 Euro Differenz brutto. Das heißt, ja, ist jetzt kein schlechter Preis tatsächlich für den PC. Wenn man das alles hier an Geizhals misst, ich denke, bei einem 2000 Euro PC knapp 200 Euro Aufpreis ist noch irgendwie vertretbar. Man hat ja auch die Garantie, was man auch sagen muss, als ich den bestellt habe, der ist wirklich super schnell da gewesen. Natürlich wäre es schöner, wenn es noch ein bisschen weniger wäre, wenn es jetzt irgendwie 100 oder 150 Euro wären, wie das auch bei anderen Systemintegratoren der Fall ist. Bei Dubaro kosten die PCs auch meistens ja 100 bis maximal mal 200 Euro Aufpreis. In den meisten Fällen gibt natürlich immer Ausreißer. Aber an der Stelle muss ich sagen, habe ich auch schon deutlich schlimmere PCs gesehen. Also ist jetzt nicht so, dass der PC jetzt irgendwie ein unglaublich schlechtes Preis-Leistungs-Verhältnis hätte. Ansonsten auch von der Konfiguration eigentlich alles hochwertige Teile. Das Gehäuse angepasst worden. Da muss ich immer sagen, finde ich super cool, wenn Hersteller halt auch auf unsere Kritik reagieren. Ich meine, waren jetzt nicht die einzigen, die kritisiert haben. Auch Ben zum Beispiel hat Medion das ein oder andere Mal schon hops genommen auf TikTok. Ihr seht jetzt 9 oder 10 PCs in Reihenfolge, die allesamt kombiniert keinerlei Airflow haben. Ich weiß nicht, warum sie dieses Case immer noch benutzen. Ihr seht es hier, Side-Intake wäre sogar möglich, aber dann wird die AIO in der Front verbaut, wo literally kein Airflow existiert. Aber wenn man dann sieht, okay, Kritik kommt an, man passt zum Beispiel auch so ein Gehäuse an, immer schön zu sehen. Dann wiederum, was mir aber absolut Angst macht, ist, ja, hier ist das Kühlsystem verbessert worden, aber da hinten hat man sich dann halt gedacht, wir bauen eine 120 mm AIO-Wasserkühlung auf einen i7. Und ob das tatsächlich funktioniert, das wollen wir jetzt mal herausfinden und darum werde ich den PC jetzt mal anschließen. Ihr seht, wir konnten das Gerät starten, wäre auch traurig, wenn nicht. Und er erstrahlt in seiner kompletten RGB-Pracht. Ja, die Lüfter sind hier alle im Regenbogeneffekt eingestellt und ja,
Ersteindruck, muss ich ehrlicherweise sagen, meine erste Befürchtung hat sich schon bewahrheitet. Und zwar, unsere AIO-Wasserkühlung gibt unangenehme Geräusche von sich. Die gluckert nicht nur, sondern die gibt auch so Quietschgeräusche von sich. Ich gehe da jetzt mal mit dem Mikrofon ganz nah hin und ich hoffe, dass man das im Video hört. Wenn nicht, müsst ihr mir einfach vertrauen an der Stelle. Also ich hoffe, ihr konntet es jetzt gerade eben hören. Da ist ab und zu immer so ein relativ lautes Quietschen auf einmal. Das ist halt einfach, wenn eine Luftblase von hier oben dann in die Pumpe reinkommt. Ist jetzt natürlich nicht so super, wenn man so einen PC dann auf seinem Schreibtisch stehen hat und der genau neben einem ist. Aber naja, zumindest die Kühlleistung sollte das nicht beeinträchtigen. Ist halt eher so ein Schönheitsfehler, nenne ich es mal. Dann schauen wir doch als allererstes mal rein, ob hier auch das XMP-Profil geladen ist. Das ist ja öfters mal bei so Fertig-PCs nicht der Fall und das ist geladen. Wir haben hier 6000 MHz, was mich auch echt wundert, weil eigentlich ist es so, bei so großen Herstellern wie Medion, dass die sich da immer an die Herstellerspezifikationen von Intel halten und das sind ja bei der 13. Generation, glaube ich, 5600 MHz. Wenn man die CPUs dann mit schnellerem RAM betreibt, also XMP-Profil, ist es meines Erachtens sogar so, dass die Garantie verloren geht, aber ja, das ist ein Problem bei vielen Herstellern. Darum wundert es mich, dass hier tatsächlich 6000 MHz geladen sind. Ist ja für uns zumindest mal ganz schön, weil wir haben ja mit so einem PC dann Garantie über Medion selber. Bleiben wir aber als allererstes mal bei der Kühlung. Das war immer unser größter Kritikpunkt und darum interessiert mich jetzt, dank dem neuen Gehäuse und dieser riesigen Wasserkühlung, die da drauf gebaut worden ist, wie die Temperaturen von unserer CPU sind. Weil, wie gesagt, die kann sich 219 Watt genehmigen und jeder, der so eine aktuelle Intel-CPU in seinem System hat, der weiß, die Teile können ganz schön heiß werden. Also wir haben jetzt mal Cinebench aufgemacht. Hier rechts läuft HW-Info. Seht ihr hier unsere ganzen Kerne ausgeklappt. Das ist ja ein 8-Kerner, der auch noch 8 E-Cores hat, also ein 16-Kerner. Da unten sehen wir auch die Temperaturen. Hier von unseren P-Cores, hier von unseren E-Cores. Was uns aber am meisten interessiert, weil es natürlich direkt im Zusammenhang mit den Temperaturen steht, ist die Leistungsaufnahme. Die sehen wir hier. CPU, Gesamtleistungsaufnahme sind gerade 25 Watt. Sind natürlich auch im Idle. Dann sehen wir hier auch PL1 und PL2. Unser PL2 ist so, wie es sein soll, bei 219 Watt. Und PL1 sind 65 Watt. Da ist es bei Intel so, dass PL2 liegt immer nur über einen bestimmten Zeitraum an. Der nennt sich Tau. Der ist hier bei dieser CPU bei 28 Sekunden. Das heißt, diese CPU sollte 28 Sekunden lang 219 Watt ziehen können. Wird natürlich beschränkt, wenn das Ding irgendwie von der Temperatur 100 Grad oder sowas erreicht. Zieht sie sich das auch nicht. Aber ansonsten sollte sie 219 Watt über diese 28 Sekunden ziehen können. Und danach geht sie runter auf die 65 Watt. Sofern man das im BIOS nicht noch ein bisschen höher einstellt. Da schauen wir später aber auch mal noch rein. Von Medion selber auf jeden Fall hier nach Herstellerspezifikation 219 und 65 Watt. Wenn wir jetzt mal hier unseren Cinebench starten, dann geht unsere CPU hoch auf 219 Watt und droppt direkt runter auf 60 Watt. Also die war jetzt ungefähr 2 Sekunden oder eine Sekunde bei 219 Watt und ist dann direkt runter hier auf 65 Watt. So sollte das eigentlich nicht sein. Ich breche das nochmal kurz ab und dann wiederholen wir das Ganze einfach nochmal. Ich habe jetzt gerade unten auch nur hier auf die Leistungsaufnahme geschaut und dann schaue ich mal auf die Temperaturen. Temperaturen gehen hoch so auf... Okay, jetzt ging es nur eine Sekunde. Also die gehen hoch auf irgendwie 70, knapp 80 Grad, eine Sekunde lang. Und dann geht die Leistungsaufnahme wieder runter auf 65 Watt. Also dieser Tau-Zeitraum, die 28 Sekunden, ist hier von Medion eindeutig runtergestellt worden. Und zwar auf 1 oder 2 Sekunden, dass die CPU halt instant mit 65 Watt läuft. Ja, und dann reicht natürlich auch eine 120 mm AIO-Wasserkühlung. Dann wundert das natürlich auch nicht. Ich denke, wir könnten den jetzt hier durchlaufen lassen. Der läuft ja auch im Hintergrund. Ihr seht, unsere CPU ist halt bei 40 Grad. Wundert aber auch nicht, wenn das Ding halt nur 60 bis 70 Watt zieht. So sollte das natürlich nicht sein, weil so verschenken wir auch extrem viel Leistung. Wir werden den Cinebench jetzt mal durchlaufen lassen und dann schauen wir mal, was da für eine Punktzahl rauskommt. Und dann können wir auch sehen, wie viel Leistung hier verschenkt wird. Und so sieht unser Cinebench-Ergebnis aus, wenn wir den mal durchlaufen lassen. Also im Single-Core haben wir 118 Punkte. Da sollten wir eigentlich ziemlich genau landen. Nur im Multicore ist es so, dass wir hier wirklich nur 1036 Punkte erreichen. Und das ist einfach viel zu wenig. Wir haben ja schon super viele CPUs in dem neuen Benchmark getestet und eigentlich sollte ein 13700 ohne K, also genau die CPU, sollte irgendwo zwischen 1300 und 1400 Punkten landen. Wir sind hier bei 1036 und selbst ein i5 13500 kommt hier auf 1081 Punkte, erreicht also, obwohl er weniger Kerne hat, mehr Punkte als unser i7, der halt, ja, gewissermaßen kastriert worden ist, weil er halt mit der Tau nur 1 bis 2 Sekunden das PL2 halten darf und danach auf 65 Watt limitiert wird, weil er sonst nicht zu kühlen ist mit dieser Wasserkühlung. Das stelle ich einfach mal in den Raum als Hypothese, dass es da dran liegt. Und um das zu überprüfen, hätte ich gesagt, schauen wir mal rein ins BIOS und schauen wir mal, ob wir das Tau so einstellen können, wie es eigentlich normalerweise wäre, auf die 28 Sekunden. Dann machen wir mal nochmal einen Cinebench und dann schauen wir, was wir dann für Temperaturen erreichen. Also wir scheinen hier auf den ersten Blick ein ganz normales BIOS zu haben und ich habe hier auch schon mal ein bisschen rum
rumprobiert. Die Sache ist, egal was ich einstelle, bei Tau, also bei dem Zeitraum, es wird halt einfach nicht übernommen. Also es wird zwar im BIOS übernommen, aber im System ist es so, ich habe dann Cinebench nochmal gestartet und es jedes Mal so, nach einer Sekunde taktet das Ding runter auf 65 Watt, egal was wir hier im BIOS eintragen. Was auch interessant ist, hier ganz oben das erste Setting, dieses Gigabyte Performance Drive, wenn wir das anklicken, dann steht hier Spec Enhance und egal was ich hier anderes auswählen will, irgendwie Optimization oder Maximum Turbo, gibt er mir jedes Mal eine Fehlermeldung aus, wenn ich das abspeichern will. Und zwar sagt er jedes Mal, Turbo Power Limits cannot be configured manually due to Option Mechanism. Keine Ahnung, was das bedeutet, aber ich gehe davon aus, dass man entweder von Medion-Seite hier nicht möchte, dass man da irgendwas an den Turbo Power Limits verändert, oder von Gigabyte-Seite. Keine Ahnung. An sich kann man auch mit einer Non-K-CPU an den Power Limits rumspielen, sollte eigentlich gar kein Problem sein. Nur die Taktraten sind an sich gesperrt. Und wenn man hier manuell irgendwas einträgt, ich kann es euch mal ganz kurz zeigen. Und zwar habe ich hier vorher einfach mal die 28 Sekunden eingetragen gehabt. Das hatte gar nichts gebracht. Was ich jetzt gemacht habe, ich habe jetzt mal das PL1 überschrieben. Und zwar habe ich beim PL1 jetzt mal 219 Watt hingeschrieben. Das sollte zumindest dafür sorgen, dass wir jetzt auch nach der 1 oder 2 Sekunden mal noch 219 Watt haben. Kann mir aber vorstellen, dass er auch hier einfach den Zeitraum nicht wieder übernimmt. Das heißt, das Ding braucht dann die ganze Zeit 219 Watt. Aber wir können einfach selber mal einen Timer machen und schauen, wie heiß würde dieses System werden, wenn 28 Sekunden lang das PL2 anliegt, was eigentlich vorgegeben ist von Intel-Seite. An der Stelle muss man aber auch ganz klar sagen, bin mir nicht sicher, ob das ein Medion-Fehler ist oder ob das einfach mal wieder ein Gigabyte-BIOS ist, was nicht das tut, was es tun sollte. Gut, also PL1 und PL2 sind jetzt wie gesagt auf 219 Watt. Das heißt, wir müssen jetzt einfach selber mal schauen, was passiert dann nach 28 Sekunden. Und darum gehen wir jetzt einfach mal hier auf den Multicore, starten den und resetten dann, wenn es losgeht, hier unten nochmal den Timer. 3 Sekunden sind wir jetzt drin und wir sind halt nach einer Sekunde schon über 90 Grad. Das heißt, er hat vorher wahrscheinlich schon nach 0,1 Sekunde auf 65 Watt runtergestellt. Ja, also wir erreichen hier auf allen Kernen stabil über 90 Grad und unsere Leistungsaufnahme sinkt auch schon ein bisschen. Ihr habt es gesehen, wir sind hier auch schon im roten Bereich drin. Jetzt schauen wir mal, sind wir aber schon im Thermal Throttling. Tatsächlich sind wir jetzt nach 30 Sekunden noch, doch, jetzt sind wir drin. Also, wir haben jetzt 40 Sekunden auf der Uhr. Das heißt, es ist aber auch tatsächlich über dem, was hier von Intel-Seite eingestellt worden wäre. Nach 40 Sekunden sind wir jetzt hier im Thermal Throttling drin, haben da 97 Grad jetzt hier angezeigt, knapp 100 Grad. Nach 28 Sekunden waren es nur 95 Grad. Macht es jetzt nicht viel besser. Na gut, ich denke, das reicht erstmal zu den Temperaturen. Ich glaube, viel mehr muss man dazu gar nicht sagen. Wir könnten den jetzt durchlaufen lassen, aber dass die 120er AIO mit der CPU, wenn die offen ist, nicht klarkommt. Ich denke, das sollte jedem auch vorher schon bewusst gewesen sein. Darum brechen wir das jetzt hier mal ab. Dann resette ich jetzt gleich nochmal das BIOS, dass wir hier wieder die Einstellungen haben, die da auch davor drin waren. Und dann schauen wir uns mal alle anderen Sachen an, die nicht Cinebench und nicht Temperaturen sind. Was ich auf jeden Fall auch sagen kann, und das habt ihr mit Sicherheit auch gerade eben im Hintergrund gehört, der entzündet hier einen ordentlichen Wirbelsturm im Hintergrund, wenn man das Cinebench startet. Geht auf jeden Fall nicht sonderlich leise zu. Das ist halt schon doof, wenn man einen i7 kauft oder einen PC mit einem i7 und dann bekommt man nur i5 Leistung. Also ich käme mir da ein bisschen verarscht vor. Also ist halt nicht das, was man sich erwartet. Und genauso sieht es auch bei unserem 3D Mark TimeSpy Ergebnis aus. Wir haben hier eine Gesamtpunktzahl von 16.871 Punkten. Grafikscore 17.508 Punkte. Genau das, was man eigentlich auch von einer 4070 erwarten würde. Aber unser CPU-Score, der ist halt einfach viel zu niedrig. Also ein 13.400F, der kommt auch irgendwie auf 13.200 Punkte knapp. Also wir sind da deutlich näher an einem 13.400F als an einem i5 13.500. Den habe ich ja vorher schon mal genannt. Der war ja auch in Cinebench schneller und der kommt hier auf 16.000 Punkte. Ja, ein i5, nicht mal K-Modell, ist schneller als unser i7 und das macht halt gar keinen Sinn. Ein i7 13.700K kommt hier auf noch viel, viel, viel mehr Punkte. Also hängt diese CPU hier komplett ab und das nur, weil sie mit einem niedrigen Powerlimit läuft. Also es macht halt einfach keinen Sinn, wenn man da einfach ein bisschen drüber nachdenkt, warum eine CPU, die so teuer ist, da einbauen und die dann so runtertrimmen, dass die weniger Leistung erreicht als eine CPU, die 150 Euro weniger kostet. Merkt ihr selber, oder? Gut, also so viel zu 3D Mark. Wenn ihr selber mit eurem System vergleichen wollt, ihr wisst, ihr benchmarkt, zumindest die Demo ist kostenlos, könnt ihr einfach bei Steam runterladen und dann wisst ihr, wie eure eigenen PCs so im Vergleich zu dem Medion Engineer X30 abschneiden. Jetzt habe ich wieder ganz schön viel gelästert, Tobi, über den PC. Dabei wollte ich das gar nicht. Jetzt sind wir wieder drin. Jetzt sind wir voll drin hier im Hate-Modus. Erst hat es angefangen, da haben wir gesagt, der PC hier, super, Airflow-Front. Die haben sich alles zu Herzen genommen, was wir gesagt haben. Und dann sind wir ganz schnell angekommen bei Wasserkühlung macht Geräusche. Und die Wasserkühlung reicht nicht für die CPU. Und dann sind wir angekommen bei die CPU wird so weit runtergetaktet, dass sie langsamer ist als ein i5.
ihr macht es uns nicht einfach. Dabei sind es nur so kleine Sachen, die man verbessern müsste. 240er AIO rein, die CPU so laufen lassen, wie sie möchte und dann wäre das eigentlich ein ziemlich guter PC wahrscheinlich. Wahrscheinlich, wissen wir nicht, weil er nicht so konfiguriert ist. Aber jetzt schauen wir mal, ob man damit zumindest zocken kann, weil da wird die CPU ja nicht so extrem gefordert. Schauen wir mal, ob das zumindest funktioniert und ob unsere Komponenten da drin auch schön kühl bleiben und leise bleiben. Wobei so eine 4070 braucht ja nicht so wahnsinnig viel Strom. 200 Watt TDP. Ich nehme mal an, dass das hier in dem Gehäuse schon ganz gut funktionieren wird. Das erste Spiel, was wir heute testen, ist Starfield. Ich zeige euch mal ganz kurz die Settings, die wir hier haben. Und zwar spielen wir das in QHD bzw. WQHD Auflösung. Man kann bei dem Spiel ja nicht eine andere Auflösung wählen, wenn man es nicht im Fenstermodus spielt. Keine Ahnung, wer auf die Idee gekommen ist. Jedenfalls hohe Einstellungen vorausgewählt, Bewegungsunschärfe aus, dynamische Auflösung aus und auch AMD FSR gibt es nur, gibt gar kein DLSS, haben wir auch aus. Und dann kommen wir auf unglaubliche 56 FPS in dem Spiel, was gar nicht an dem PC liegt, sondern einfach nur daran liegt, dass das Spiel extrem schlecht optimiert ist. Ihr seht schon, also wir kommen hier nicht mal auf 60 FPS in der Stadt. Ist schon ein Trauerspiel dafür, wie dieses Spiel aussieht. Ich meine, wenn das jetzt hier 10 von 10 aussehen würde, ja, das neue Crysis quasi, dann wäre das ja okay, aber sieht halt einfach nicht gut aus und dafür sind halt 50 FPS echt wenig. Was man aber auch sieht, ist, unsere CPU bewegt sich eigentlich auch hier die ganze Zeit sehr nah am Power Limit, also bei 65 Watt, teilweise 70 Watt und dann direkt wieder runter unter 60, dass man hier so ein bisschen den Eindruck gewinnt, dass unsere CPU hier schon ziemlich am Limit ist. Und Starfield ist ja auch ein Spiel, was sehr, sehr CPU-intensiv ist. Darum gehen wir mal hin und stellen hier mal die Einstellungen ein bisschen runter. Und zwar wählen wir einfach mal das Preset Mittel aus. Jetzt ist hier auch dynamische Auflösung an. Wir lassen das einfach mal aktiv. Einfach das Preset, so wie das Spiel das wählt. Und nehmen mal mittlere Einstellungen. Und dann sieht das Spiel noch viel hässlicher aus. Und wir sind aber auch eine Sache. Und zwar, wir sind auch schon im CPU-Limit. Ihr seht es oben bei unseren Anzeigen. Wir haben nur noch knapp 80% GPU-Auslastung. Das heißt, wir laufen hier schon bei 70 bis 80 FPS ins CPU-Limit. Und es liegt hier in dem Fall nicht nur daran, dass das Spiel sau schlecht optimiert ist, was es ist, sondern es liegt halt auch daran, dass unsere CPU ein festes Power-Limit von 65 Watt hat, was dann auch im Gaming dieser CPU zum Verhängnis wird. Also wenn ihr irgendein Spiel habt, was alle Kerne auslasten kann, sind jetzt nicht so wahnsinnig viele Titel, ja, aber es gibt definitiv Spiele, die eine CPU so auslasten, dass sie dauerhaft mehr als 65 Watt braucht. Ich meine, schaut mal in unseren letzten CPU-Test rein. Gerade die Intel-CPUs, die genehmigen sich in der Regel ja deutlich mehr Strom. Ja, dann seid ihr hier mit dieser CPU einfach powerlimitiert. Das heißt, in dem Spiel wäre dann wahrscheinlich auch wieder, ich meine, ist jetzt nur eine Mutmaßung, ich habe ihn jetzt noch nicht da drin getestet, wäre wahrscheinlich auch ein i5 13500 einfach schneller als der i7, was nicht so sein sollte. Das ist echt einfach sau schade. An der Stelle muss man sich einfach fragen, was macht diese CPU in diesem System? Weil wir halt einfach bei 70 FPS komplett im CPU-Limit rumhängen, was schade ist und unsere 4070 ist ja eine gute Grafikkarte und die hätten wir eigentlich auch gern voll ausgelastet, was wir hier nicht hinkriegen. Starfield ist auch ein Extremfall, darum hätte ich gesagt, gehen wir mal noch rein in Cyberpunk und danach schauen wir uns natürlich, wie es sich gehört, auch noch Fortnite an. Also wir sind drin in Cyberpunk und wir wählen hier jetzt einfach mal irgendwelche Einstellungen aus. Ich habe es mal als Preset Raytracing Ultra genommen. Frame Generation machen wir an und DLSS stellen wir dann auf Quality, hätte ich gesagt. Und dann sieht es auch alles erstmal ganz gut aus. Ich denke, damit sollte unsere 4070 zurechtkommen. Ist ja auch nur WQHD-Auflösung. Und ja, haben über 60 FPS, schon mal ganz ordentlich. So knapp 75 bis 80 FPS in Cyberpunk. Dafür, dass das Raytracing-Einstellungen sind, kann sich, denke ich, sehen lassen. Ihr wisst ja, DLSS 3 und dann auch nochmal DLSS auf Quality. Das heißt, das Spiel wird eigentlich, ich meine, in 1080p gerendert und dann werden auch noch Zwischenbilder erzeugt. Aber dafür sieht es eigentlich ganz ordentlich aus. Und wir haben jetzt auch hier in dem Fall, doch jetzt hatten wir gerade ganz kurz wieder ein CPU-Bottleneck. Da hatten wir nur noch 93% GPU-Auslastung. Also ich würde sagen, wir sind hier hart an der Grenze auch wieder. Zumindest mal beim Autofahren. Jetzt wieder 90% GPU-Auslastung. Also wir kommen da teilweise tatsächlich selbst in Cyberpunk jetzt und das bei 70 FPS einfach ins CPU-Bottleneck rein. Und das liegt auch hier einfach wieder komplett am Power-Limit. Schau mal, jetzt wieder hier 90% GPU-Auslastung nur. Wir können ja mal auch hier die Einstellungen ein bisschen runterstellen. Und dann schauen wir mal, was die CPU zu leisten überhaupt in der Lage ist. Machen wir mal Frame Generation aus. Mittlere Einstellungen. Ja, und mit den neuen Settings, ihr seht schon, wir haben jetzt zwar 100 FPS, aber unsere GPU ist auch nur noch so 50-60% ausgelastet. Bei 90 bis 100 FPS laufen wir mit dieser CPU halt auch hier
einfach ins CPU-Limit. Und ich meine, dass das auch hier wahrscheinlich einfach das Power-Limit ist von der CPU, dass die sich gar nicht mehr genehmigen darf. Und dann ja, haben wir selbst auf mittleren Einstellungen in Cyberpunk 100 FPS, obwohl unsere Grafikkarte wahrscheinlich 200 könnte. Wir hacken jetzt natürlich auch ein bisschen hart auf der CPU rum. Ja? Also ich glaube nicht, dass viele Leute sich so einen PC holen und dann denken, okay, ich spiele jetzt mal Cyberpunk auf mittleren Einstellungen. Aber ich möchte natürlich zeigen, wo sind die Limits von diesem System? Weil es ist ja schon ja, eine Kuriosität, dass so ein i7 halt nur mit 65 Watt läuft. Und was man auch bedenken muss, wenn man sich so ein System holt und dann rüstet man irgendwann die Grafikkarte auf eine viel stärkere Grafikkarte, vielleicht, ja, in ein, zwei Jahren irgendwie mal eine 5070 oder 5080 vielleicht sogar, dann läuft man mit dieser CPU halt wirklich extrem Gefahr, dass sie zu langsam für eure neue Grafikkarte ist und dann behindert euch das natürlich stark bei einem Upgrade. Wenn ihr so ein Spiel wie Cyberpunk halt auf höchsten Grafikeinstellungen spielt, ich denke, die meisten Leute schrauben da die Settings so hoch, dass sie das irgendwie mit 60, 70, 80 FPS spielen, dann werdet ihr hier in dem Fall auch nicht ins CPU-Limit laufen. Aber wie gesagt, ich wollte euch einfach mal zeigen, wo da das Limit liegt und selbst in Cyberpunk laufen wir damit ins CPU-Limit. Gut, machen wir das mal zu und dann schauen wir mal, ob Fortnite spielbar ist. Ich bin auf jeden Fall guter Dinge. Also wir sind drin in Fortnite, hier im Halloween-Modus. Und ich zeige euch mal ganz kurz, was wir hier eingestellt haben. Und zwar BQAD-Auflösung und dann alles auf episch eingestellt. Dieses 3D-Nanite haben wir deaktiviert und auch TSR und DLSS ist deaktiviert. Also native Auflösung. Und wir haben hier im Landeanflug zumindest mal über 100 FPS. Sieht schon mal gar nicht schlecht aus. Da droppt es ja auch gern mal auf 2 FPS bei Fortnite beim Absprung. Ich hätte gesagt, wir gehen heute mal einfach direkt rein hier ins Battle, oder? Im Tilted Towers Turm. So, oh, das war knapp. Aber kein Problem für den Fortnite OG. Ach du Scheiße. Ja, ja, ich laber nicht mehr so viel. Ich mache einfach jetzt, ne? Wir haben 150 FPS. Der PC lässt sich von Fortnite nicht beeindrucken. Ihr seht schon. Jetzt müssen wir natürlich nur noch einen Kill holen. Weil darum sind ja alle Leute da. Wir haben das schon gemerkt in den Kommentaren. Die Leute sind eigentlich nur wegen Fortnite da. Und den krassen Gameplays, die sie hier zu sehen bekommen. Boah. Dann komme ich wieder runter. Boah! Das ist, hä, wo kam der her? Was ich jetzt aber tatsächlich bemerkbar macht, ich hatte das die ganze Zeit gar nicht auf dem Schirm, ist der Lüfter. Und zwar, ich glaube, das ist der Lüfter von der Grafikkarte, der hier ordentlich aufdreht. Dabei hat die nur 76 Grad. Also ich meine, so schlimm ist es jetzt nicht. Jetzt bin ich mal gespannt, wenn wir mal so eine ganze Runde Fortnite spielen, was da am Ende für eine Temperatur steht. Aber wenn der Lüfter halt bei 76 Grad schon so aufdreht, das ist ein Indiz dafür, dass einfach die Lüfterkurve halt zu aggressiv eingestellt ist. Oder, dass der Airflow vielleicht auch nicht so toll ist, wie wir denken. Also als wirklich leise kann man den PC jetzt nicht bezeichnen. Ich meine, im Betriebssystem und so geht es in Ordnung. Da hat man ab und zu mal das Gluckern von der Wasserkühlung. Aber jetzt hier in Fortnite, wenn ich den auf dem Schreibtisch bei mir zu Hause stehen hätte und jetzt nicht unbedingt mit Kopfhörern zocken würde, dann wäre das auf Dauer, glaube ich, schon nervig. Na gut, Leute. Abgesehen von meiner Performance war die Performance von dem Spiel bzw. von dem PC in dem Spiel eigentlich ganz in Ordnung. Wir hatten hier keinen CPU-Bottleneck. Ja, Temperaturen sind hoch bis auf 77 Grad. Lautstärke haben wir ja schon drüber gesprochen. Ist ausbaufähig, aber Fortnite kann man zumindest mit dem 2000 Euro Gaming-PC spielen. Ja, ansonsten, ich versuche mal zum Fazit zu kommen, zu dem Medion Engineer X30. Medion hat zumindest, was manche Sachen angeht, was das Gehäuse angeht und den Airflow, sich die Kritik von vielen Testern, auch von uns, zu Herzen genommen. Und zwar hat man hier eine Mesh-Front reingebaut, was ich eine super Entscheidung finde. Das Problem ist, wir haben hinten nur eine 120 mm AIO, obwohl ein i7 13700 verbaut ist. Das andere Problem ist, dass der i7 13700 nur mit 65 Watt läuft, konstant. Also nicht mal die 28 Sekunden Tau ausnutzt, sondern nur eine Sekunde mit 219 Watt läuft, was eigentlich nicht so sein sollte. Ich weiß nicht, ob es ein Problem von Medion ist oder ob das ein Gigabyte-Problem ist. Kann beides sein. Auf jeden Fall ist es nicht so gedacht. Mit den 65 Watt reicht natürlich auch die 120er AIO, aber mit 219 Watt reicht sie nicht. Ihr habt es vorher gesehen, wir waren da super schnell an den 100 Grad, hat dann getrottelt und ja, ich meine, muss ich niemandem erzählen. 120er AIO, ein i7-Prozessor, macht halt keinen Sinn. Dazu kommt, dass die AIO, ja, mehr oder weniger
nicht falsch, aber zumindest mal nicht optimal eingebaut ist. Schläuche oben, das sorgt dafür, dass das Teil halt auch gluckert. Gerade im Windows-Betrieb, wenn man die Lüfter nicht hört, dann hört man halt teilweise Luftblasen, die in die Pumpe reingezogen werden und wie es da oben halt rumtröpfelt, ist jetzt eher suboptimal. Ansonsten bekommt man hier halt ein System, was einen i7 verbaut hat. Liest sich ja ganz schön, aber in Multicore-Anwendungen haben wir halt gerade mal die Performance von einem i5 13500 beziehungsweise sogar darunter, was dann schade ist und als Kunde erwartet man ja eigentlich auch i7-Leistung und nicht i5-Leistung, muss man ganz ehrlich sagen. Zumal der i7 teurer ist als der i5, also es macht auch wirtschaftlich einfach keinen Sinn, diesen Prozessor hier einzubauen. Mit dieser Kühllösung, weil ein i7 wäre einfacher zu kühlen, erreicht auch noch eine bessere Leistung. Also ja, warum ist hier der i7 drin, muss man sich fragen. Und das ist dann halt auch der Grund, warum dieses Video hier eine leichte Wendung genommen hat. Ihr habt es ja am Anfang gemerkt, da war ich noch, ja, enthusiastisch, kann man sagen, weil ich gesehen habe, hey, Airflow-Gehäuse, Mesh-Front, vielleicht kommt da noch was wirklich Gutes bei raus. Aber die Kühlung bzw. halt die Einschränkung von der CPU haben das ganze System für mich mehr oder weniger kaputt gemacht. Preis-Leistung war ja auch okay, wenn man die Teile gegenrechnet. Aber wenn die Leistung nicht stimmt, dann stimmt natürlich auch die Preis-Leistung nicht. Ich persönlich würde jetzt keine Kaufentscheidung für dieses System aussprechen, einfach weil halt die Multicore-Leistung nicht stimmt. Steht i7 drauf, man kriegt aber keine i7, sondern eher i5-Leistung. Super schade, weil eigentlich hätte dieses System, gerade mit dem geupdateten Gehäuse, wirklich Potenzial. Ich meine, es wäre so einfach, das Ganze zu fixen, den i7 halt einfach freigeben oder einfach einen i5 13600K einbauen. Das Teil ist ja auch super stark, wird auch nicht so heiß. Vorne einen 240er Radiator rein, dann wird das Teil auch ausreichend gekühlt oder einen großen Luftkühler, würde alles funktionieren und dann hätten wir, wenn der Preis stimmt, ein wirklich gutes System. So, wie gesagt, eher keine Kaufentscheidung von mir. Aber an der Stelle interessiert mich natürlich auch mal wieder, was ihr dazu zu sagen habt. Wie findet ihr den PC? Wie findet ihr, dass Medion hier tatsächlich mal auf Kritik eingegangen ist, das Ganze geändert hat, dass wir hier jetzt eine Meshfront haben und wie findet ihr alles andere, was hier in dem Video behandelt worden ist? Vielleicht habt ihr sogar selber einen Medion PC. Vielleicht habt ihr sogar selber genau den PC und könnt in den Kommentaren berichten, wie der bei euch läuft und ob euch das auch schon aufgefallen ist, dass die CPU nicht ganz die Leistung erreicht, die sie eigentlich erreichen sollte. Da bin ich auf jeden Fall gespannt, was ihr dazu zu sagen habt. Und ansonsten hoffe ich einfach, dass euch dieses Video gefallen hat. Wenn ja, dann lasst uns gerne einen Daumen nach oben und ein Abo da. Und ich hoffe, ich sehe euch im nächsten Video. Und da sieht man auch schon auf den ersten Blick, hier ist irgendwie...